Samsung stellt jetzt das neue Galaxy Z Flip 5 früher vor, hat schon verlauten lassen, laut vielen Medien, die man heute sieht, wird es früher veröffentlicht. Ohne jetzt auf die Details einzugehen, ist das das neue Galaxy Z Fold 5. Hat ein riesiges Display. Man muss gar nicht so auf die einzelnen Feinheiten ausgehen. Ein riesiges Frontdisplay, das man dann quasi von vorne verwenden kann, inklusive den zwei Kameras. Da braucht man also nicht mehr die einzelne Kamera, die auf der Displayseite ist. Und dieses Display ist klappbar, einpackbar, also quasi günstig für die Tasche und für die Handtasche. Und es soll, wie man hier sieht, 26. Juli jetzt vorgestellt werden. Und hat die neue DeX-Funktion, das heißt, man kann es anschließen an der PC, einfach anschließen und dann mit Smart direkt draufgehen, also am PC verwenden mit Tastatur. Eine coole Sache, also ich freue mich schon auf den Termin, weil ich werde mir dann gleich dieses Z Flip 5 kaufen. Da habe ich so lange drauf gewartet, dass hier ein gescheites Gerät mit rauskommt, das wird nicht billig werden. Bin ich ganz sicher, aber das ist die Mühe wert.